Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hands of Fate 2 und wir nehmen Rowena. Mal gucken, was die nette kleine Halsabschneiderin so für uns hat. Rowena soll das Kind der Familie Fielding entführen, während es mit seiner Mutter zur Hauptstadt reist. Oh, das klingt sehr gut. Das klingt gar... Oh. Das heißt, wir dürfen jetzt Entführer spielen. Oh, Mann. Wird unserem Ruhm nicht gut tun. You surely have a liking for strange bedfellows. Here you are helping thieves challenge thieves, without a thought for their ultimate victims. Ja. Du notierst dir den Treffpunkt auf deiner Landkarte und ziehst dich für die Nacht zurück. Die Gilde. Da müssen wir also hin. Alles klar. Wir haben 4 Nahrung. 1, 2, 3, 4. Es würde also gerade so hinkommen, dass wir hier alles angucken können. Ja, mal gucken. Das haben wir Glück. Das Problem ist, wir bräuchten dringend Nahrung, um uns hochzuheilen. Also vielleicht sollten wir gleich lagern. Auf der anderen Seite eines verschneiten Feldes erblickst du einen einsamen Bauernhof. Als du näher kommst, wirst du von den Bewohnern begrüßt. Einem Bauern mit seiner Familie. Der Bauer knetet nervös seine Hände und scheint mit seinem Stolz zu kämpfen. Ihr hättet nicht zufällig für meine Familie etwas Nahrung übrig, oder? Uns bleibt kaum Vorräte, um den Winter zu überstehen. Wir wären euch wirklich dankbar. Guter Mann, guck in meine Taschen. Ich bin selbst kurz vor Verhungern. Wenn ich dir meine Nahrung gebe, verhungere ich komplett. Alter, das ist so gemein jetzt. Ich vertraue auf unser Glück. Ich würde ihm gerne 8 Nahrung geben. Aber zumindest das mehr habe ich nicht. Vielen Dank. Ich habe mir zwar mehr erhofft, aber auch für diese Menge bin ich dankbar. So, theoretisch kommen wir da direkt hin. Goblins! Oh nein! Nein! Nicht die schon wieder was kochen. Nö. 3 Goblins. Und kommt wieder. Natürlich kommen wieder welche dazu. Dieses Mal müssen wir sehr gut aufpassen, dass die uns nicht zu viel Schaden machen, denn wir sind fast schon tot. Ich hätte doch lieber lagern sollen erstmal. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel Gold wir auch noch brauchen. Oh, noch von den Flammenwerfern welche! So! Ey, lass mich doch mal kurz durch. Ich muss hinter denen her. Alter, ist das schwierig. Komm her, du kleine Goblin-Nase. Ah, da hat mich natürlich getroffen. Kommt zurück. So, nur noch einer. Wo ist er? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Na! Komm, 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 komm! Du klaust mir nichts! Hast du verstanden? So! Ah, Gott, ist das fies, den hinterher zu hechten. Eieieiei. Wer ist es wieder angekommen? Sie haben alle deine Rationen Natürlich haben sie mir trotzdem alles gestohlen. Oh, es war die Zeit doch ab. Selbst die staubtrockene Pastete, die du wegwerfen wolltest. Wahrscheinlich mein letztes Essen, die staubtrockene Pastete. Geilo, ab jetzt sind wir also. Wir lagern. Gut. Take this chance to review the clues you have learned so far. Gut, eine Schenke am Straßenrand begrüßt dich mit einem warmen Lichtschein und einem guten Met. Goblin hin oder her, eine Made bleibt eine Made, knurrt Golbjorn. So, treibe Handel. Ein gebeugter älterer Händler blickt an dir hinauf. Diebesgilde oder was? Er schüttelt seinen Kopf, selbst die Guten schließen sich der Gilde an.
So, Nahrung kaufen. 15 kostet's. Wir brauchen sie. Da hilft ja nichts. Normalerweise müssen wir uns damit auch noch hochheilen. Handel beenden. Sieh die Mission oder Hinweise einsehen. Etwas anderes tun. Sieh dir die Mission an. Okay. Eine koche ich. Zumindest 5 HP mehr. Bricht das Lager ab. Die sind am Ende vielleicht die Rettung. Das wird hier nicht passieren. Als du auf die Brücke in den Bergen zugehst, siehst du, dass sie bereits belagert wird. Oh, shit. Fäule und Berserker. Ernsthaft. Auf deinem Blickwinkel bemerkst du, dass die Struktur der Brücke beschädigt ist. Ja, können wir die Brücke nicht einfach anschützen lassen. Mit Glück könntest du es schwer haben verloren. Wir wissen es jetzt schon. Einen Gegenstand so zu werfen, dass die Brücke einstürzt. Ein Stein werfen. Klar, Ausrüstungsgegenstand. Ich werfe mein Schwert noch weg. So, ich kämpfe jetzt mit den Fäusten. Du siehst dich kurz um und deckst und entscheidest dich für einen klobigen Stein. Was zum Teufel? The pendulum swings like a scythe, bearing hope or failure. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, worauf ich achten muss. Also, das war schon mal verkehrt. You must harness your will and find. Wahrscheinlich hätte ich zwischen den beiden Grauen landen müssen. Das war neu für mich. Da kam ein Pendel. Sag mal, Kollege, wie geht's dir? Ich hoffe gut. Könntest du mal... Na, nicht die Ausrasttaste! Ah, jetzt doch nicht! Nein! Oh, da ist doch wieder durchgekommen mit einem Schlag noch. So, betäubt die mal. Machst du gut? Aua. Yeah, 14 Leben noch. Hau ab! Na! Lass mich aus der Ecke raus! Das ist unfair! Uiuiui. Alter, das wird knapp, das wird so innendlich knapp. Jetzt ist auch noch mein Kollege hier down. So, hau endlich ab. Okay, zack, zack. Es könnte klappen, es könnte klappen. So, immer auf die Arme. Ja, toll, das Ausweichen hat diesmal nicht funktioniert. Ich hing irgendwo. Ihr macht mir schon mal sehr viel Mut. Aber das befürchte ich auch. Ich hoffe fast, dass wir Nahrung finden jetzt. Ansonsten, also nochmal kämpfen, können wir knicken. Ausrüstung, ja, was kriegen wir denn? Kardinalsklinge. Heilendes Diadem? Super, brauchen neuen Ruhm. Betäubungsexplosion. Besiege eine verdeppte Gegner um Gegner, lalala. Langsam schwingen, Helm. Geil. Ich glaube, wir sollten erstmal ein besseres Schwert wieder. Ja, was ist das? Ja. 10 Leben! No, Leben! So, komm. Nein! Erkundung fortsetzen. Ich müsste lagern, hab nur eine Nahrung. Ja, danke für den Buch schon mal.
So, treibe Handel. Sag mal, Kumpel, hast du noch ein bisschen Naschen? Nein, hat er nicht. Ich mache unsere letzte Nahrung weg. Breche ab. Und ab jetzt kriegen wir Hungerschaden. Taktisch wahrscheinlich gerade schlecht gewesen, aber gut. Du und Rowena brauchen nicht weit zu reisen. Da findet ihr eine mit Gold beschlagene Kutsche, die die Kaiserstraße entlang rollt. Habt ihr was zu essen? So, die Kutsche wird von einem Wachtrupp eskortiert. Du und Rowena ziehen gleichzeitig eure Schwerter und stürzt euch in den Kampf. Wir haben voll schwere Grenzausrüstung. Ja, was haben wir denn so? Also jetzt haben wir zumindest die etwas schwerere, also das Schwertchen. Ich mag trotz allem lieber das Schwert als die Klingen. So. Ja, okay. Und dann hoffen wir mal, dass wir das überleben. Und dann in der nächsten Map. Ja. Gucken wir mal. So. Vielleicht haben wir Glück und finden Nahrung. Die haben jetzt 500 Nahrung dabei und 10.000 Gold und noch richtig gesperrt. Ich kümmere mich erstmal um den einen hier. Okay, den einen haben wir schon mal. Du schießt mir nicht ins Kreuz! So, immer schön mit dem... Nein, hat er doch einmal getroffen. Wo ist eigentlich die Tuse? Die hilft uns auch nicht. Beeindrucken. Ja, wir sollen sie beeindrucken. Schön. So, ich hoffe, das hat gereicht zum Beeindrucken. Wir haben einmal Schaden bekommen. Ja. Das wird lustig. Die Gilde. Rowena ist von deinen effektiven Kampffertigkeiten beeindruckt. Sie traut dir ein wenig mehr. Du öffnest die Tür der Kutsche und siehst eine in edle Gewänder gekleidete Frau, die ihren Sohn im Arm hält. Bitte, ruft sie verzweifelt, nehmt dieses Gold, er ist doch noch ein Kind. Ohne zu zögern, steckt Rowena den schweren Münzbeutel der weinenden Mutter ein und schließt die Tür. Sie sieht dich mit kaltem Blick an. Es ist dumm, etwas anderem gegenüber loyal zu sein als dem Gold. Da geht ihr mir doch sicher recht. Deine Verschwiegenheit beschwören, drohen es zu verraten. Na, wir sagen nichts. Natürlich sagen wir nichts. Wir wollen ja rausfinden, ne? Rowena traut dir ein wenig mehr. Wenn das alles ist, ich habe noch woanders zu tun. Sie fragt, was sie von Vater Geil... Ah, okay. Lieblingsessen fragen, Familie fragen, Vergangenheit fragen. Ich habe Bammel, wenn ich das Falsche frage, dass... wir machen erstmal so. Was isst du denn gerne? Bratapfel. Ich habe Familie in der Hauptstadt. Ich habe keinen Kontakt zu ihnen. Ich habe mich der Gilde angeschlossen, nachdem ich den Hauptmann der 3. Legion getötet hatte. Neuer Hinweis. Er sitzt da in seinem Sonntagsstaat und zählt Münzen. Ich nehme an, das wird er bis zum Ende seiner Tage tun. Kann man so oder so verstehen. Abwägend betrachtet sie dich einen Moment lang. Ich würde ihm nicht allzu weit trauen. Schließlich ist er in einer Diebesgilde, genau wie wir. Da mag sie recht haben. Du fragst dich, wie viel von dem, was Rowena dir heute erzählt hat, gelogen ist. Ein bisschen Ruhm kommt hinzu. Inventar. 12 Ruhm erfordert das, okay. Aber zum Glück verbrauchen wir jetzt kein Essen. Wir betreten die Schenke. Du betrittst Maulbeerschenke und findest Vater Geilfried. Genau, liegen auch. Ich hoffe, die Aufträge heute mit Rowena war erfolgreich. Ihr seid nicht an einem Messer im Rücken gestorben, also gehe ich schon davon aus. Es wäre wohl gescheit, wenn ihr mir berichten könntet, was meine Vollstrecker gesagt haben. Sobald eure Zeit es zulässt, vielleicht fällt euch dabei eine Lüge auf. Okay. Ich komm von wir müssen, oh je. Das wird noch richtig schön. Mit Borden. Ich glaube, das war der Bärtige. Bartbruder!
Born soll einige Lampen in Wrackhafen abholen, die, sagen wir mal, den Besitzer gewechselt haben. Doppeltes Komma, kleiner Fehler, aber okay. Du notierst dir den Treffpunkt auf deiner Landkarte und ziehst dich für die Nacht zurück. Okay, da müssen wir hin. Lagern. Eine Schenke am Straßenrand. Treiberhandel. Nahrung. Ich kann sie mir nicht leisten. Wie geil ist das denn bitte? Danke für die eine Nahrung. Ausrüstung verkaufen könnten wir vielleicht noch. Banditenklingen, ist da ist eine Mission mit dran. Das müsste ich mir mal angucken, was dahinter ist. Die Kardinalsklinge. Ist das jetzt gerade gemein? Wo sind sie? Banditenklingen. Info. Sie werden da einer Kombo. Gegenschlag kann Gegenangriff unterbrechen. Schwach gegen einen Gegner mit hoher Verteidigung. Für einen Gegenschlag gegen 25 Diebe aus. Die werde ich nicht verkaufen. Ich wünschte, ich könnte eine von den drei verkaufen, aber das geht natürlich nicht. Erhalte drei Verteidigung. Du erhältst eine Nahrung für jede Nahrungszugewinn oder Goldzugewinnkarte, die du erhältst. Aber verringert die Bewegungsgeschwindigkeit. Es wäre im Moment bei unserem Nahrungsmangel töricht auch die. Also, ich kann eigentlich gerade nichts wirklich verkaufen. Naja, ob wir es überleben oder nicht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal soweit und bis dahin. Tschüss.